Hallo und herzlich willkommen bei uns in Offenhausen. Ich bin gerade in dem gleichen Alter wie Dietrich Bonhoeffer, in dem Jahr, als er starb. Es ist etwas, das beschäftigt mich tatsächlich schon seit einiger Zeit. Vieles habe ich ja noch vor mir, glücklicherweise, und ich hoffe auch, dass das so sein wird. Ich denke mir oft, wie viel hatte Dietrich Bonhoeffer noch vor sich? Wie viel hatte er vielleicht auch vor? Und ich finde es bemerkenswert, dass jemand mit 39, 40 Jahren tatsächlich so ein Mensch geworden ist, der, finde ich, wie kaum ein anderer Theologe der neueren Zeit unseren Glauben geprägt hat. Mit wunderbaren Gedichten, mit wunderbaren Briefen, Texten, Gedanken. Einen davon möchte ich euch heute erzählen. Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. So tun sie alle, alle, Christen und Heiden. Menschen gehen zu Gott in seiner Not, finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. Christen stehen bei Gott in seinen Leiden. Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot, stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod und vergibt ihnen beiden. Ehre sei dir, Christe, der du littest Not an dem Stamm des Kreuzes für uns bitteren Tod. Dieses Passionslied möchte ich gern mit euch singen. Seid gesegnet und bleibt behütet. Das wünschen euch euer Martin und eure Ann-Sophie, eure Pfarrer in Offenhausen.